Wenn man ein Spiel durch den Kakao zieht, dabei unmissverständlich auch klar macht, das Spiel ist nicht gut, dann kommen immer mal wieder ein, zwei vereinzelte Fans an, die sagen, man sei nicht fair gewesen zum jeweiligen Produkt. Das hat man als Tester mittlerweile zu akzeptieren und ehrlich gesagt auf kurz oder lang auch zu ignorieren. Wenn aber mehrere Personen oder gar die komplette Fanbase ankommt und einen für das Meinungsvideo kritisiert, dann wird man doch mal kurz stutzig und kontrolliert, ob man nicht irgendwo einen bösen Fehler gebaut hat. Hat man das Spiel gegebenenfalls unfair bewertet, nur weil es anders sein will? Hat man das Game überhaupt kapiert oder ist man einfach nur zu dumm zum Kacken? Nach einer kurzen Recherche und einem erneuten Anspielen kann ich hier nun voller Selbstvertrauen sagen, nein. Man ist nicht zu dumm, der OMSI 2 ist einfach kein gutes Spiel und auch kein guter Simulator. Punkt. Und das liegt nicht daran, dass ich Busse nicht mag, beziehungsweise Busfahrer. Generell versuche ich jedes Spiel und eben auch jeden Simulator aus der Sicht von jemandem zu sehen, der sich auch dafür interessiert. Die Vorgänger hatten allesamt gute Bewertungen kassiert, egal ob von der Presse oder von den Spielern. Der OMSI 2 aber wird von den Spielern derzeit sehr negativ bewertet. Grund hierfür sind vor allem die vielen Fehler im Spiel. Im Live-Review habe ich behauptet, es gebe kein Tutorial. Okay, da muss ich jetzt klar sagen, diese Aussage ist zwar falsch, fairerweise muss man aber auch dazu sagen, das Spiel hat mir kein Tutorial zur Auswahl angeboten. Die Buttons im Startmenü waren nämlich verschoben, sodass der Tutorial-Button außerhalb des Bildschirms war. Ein Fehler, der bekannt ist. Neben der indiskutablen technischen Leistung des Simulators, und ich meine hier nicht die Grafik oder die Laufanimation der Bewohner, ich meine die Performance, die unter aller Sau ist, war einer meiner größten Kritikpunkte die Bedienung. Ja, wenn du auch so dumm bist und mit dem Controller spielst, du musst mit der Maus spielen. Jetzt mal ernsthaft, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Spiel, in dem man ein Fahrzeug lenkt, mit der Maus zu spielen. Zugegeben, mit der Maus klappt das alles ganz okay, beziehungsweise es funktioniert, aber ernsthaft, mit der Maus? Also intuitiv ist nun wirklich was anderes. Eine gute Controllersteuerung sollte und ist der Standard. Und der wird hier halt nicht erfüllt. Klar, mit dem Lenkrad funktioniert das alles besser, aber ich habe halt kein Lenkrad hier stehen. Viel schlimmer aber empfinde ich die nicht vorhandenen Tooltips, wenn man Knöpfchen drücken möchte. Was ist nun der Knopf hier oder der Schalter dort? Der Bussimulator 2012 hat mir Tooltips angezeigt, beim OMSI gibt es leider nix. Die Texturen sind leider auch so grob aufgelöst, dass ein Blick auf das Armaturenbrett nicht hilft. Und wo wir schon beim Thema nicht hilfreich sind, wenn man sich doch mal durch den Navigationsdschungel durchgeklickt hat und irgendwie eine Strecke anfangen konnte, warum zum Teufel hilft mir dann das Spiel nicht auf angemessene Art und Weise bei der Wegfindung? Immerhin ein Navi oder irgendwie sowas in der Art wäre doch durchaus nett gewesen. Nein, ich werde halt irgendwo in die Spielwelt hingeschissen, gegebenenfalls sogar an den Rand der Karte, wo es generell nicht weitergeht und soll mir dann meinen Weg selber suchen. Super Idee! Die Physik spackt auch extrem rum, Menschen laufen einfach durch meinen Bus durch und ich bekomme dafür einen Malus. Ach ja, das klingt alles richtig nach Spaß. Ich verstehe ja durchaus, dass der OMSI 1 viel Spaß gemacht hat. Wir selbst haben ja auch den Bussimulator 2012 sehr gelobt und ihn als einen echten und guten Simulator hingestellt. Klar war der nicht perfekt, aber solche groben Schnitzer bei der Bedienung und der Technik gab es nicht. Mir ist auch scheißegal, ob das Spiel von zwei Personen oder dem Papst höchstpersönlich selbst entwickelt wurde. Man verlangt für Neukunden über 30 Euro. Und zwar für ein Spiel, was ohne Wenn und Aber nicht fertig ist. Nicht einmal richtig funktioniert und inhaltlich viele grobe Schnitzer hat. Ich habe dem Spiel eine zweite Chance gegeben, es ändert aber absolut nichts. Und bevor jetzt wieder jemand kommt und mods, dann spiel doch Call of Duty, du Arsch! Erstens, ich mag Simulatoren, vor allem Wirtschaftssimulatoren liebe ich von klein auf. Und zweitens, was ist das eigentlich für ein blödes Argument?